einen zweiten Sendeturm, Sendeempfangturm. Genau. So. Oh, jetzt redet so eine komische männliche Stimme mit mir. Wie schwul ist das denn? Keilläufig aneinander, ja, genau. Na, geht doch. Scheint nichts mehr zu geben, was ich noch kaputt schießen könnte. Schade eigentlich, war so eine schöne Idee. Gefiel mir. Aber naja. Wayne. Mehr kann ich alles haben. Oder? Konstruktion abgeschlossen. Scheinbar bringen die Türme doch was, ne? So, jetzt reiße ich das Ding da mal wieder ab, weil dann brauche ich dann eigentlich nichts mehr. Konstruktion abgeschlossen. Verstärkungen werden eingetragen. Baue hier sicherheitshalber noch so 2-3 Luftabwehrstellungen. 2 Stück sollten reichen. Genau, 2 Stück reichen. Gegen egal was auch immer da kommt. Selbst gegen endlose Massen an Fliegern reichen meine 2 Ultra-Flax-Stellungen. Abgeschlossen. Ah, gut. Ihr baut noch Ribbelraketen, sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Ausgezeichnet. So, dann sind wir Einheiten voll, mein Commander voll besetzt, einwandfrei. Konstruktion abgeschlossen. Ihr baut noch wegen Stellungen. Du reißt da schon mal wegen ab, weil brauche ich eh nichts mehr da unten, die Dinger. Hoffe ich. Oh, verdammt. Ich werde sie noch sowas von brauchen, glaube ich. Deswegen reiße ich sie jetzt trotzdem ab. Konstruktion abgeschlossen. Abreisen. Ich brauche die Energie. Ach, dann eben du, mir auch recht. Hübsch. Hübsch. Gefällt mir. Damit habe ich schon mal einen Teil aller Feinde vernichtet. Noch bevor ich es überhaupt sehe. Ist das nicht geil? Einheiten vernichten, bevor man es sieht. Irgendwie gefällt mir der Gedanke. So, fahrt noch nicht vorwärts, aber vorsichtig. So, wie mache ich das da jetzt? Oh, warum ist das so mega niedrige Framerate? Ja, Aufnahme stoppen bringt's manchmal, hier aber nicht. Warum auch immer. Boah, jetzt ist er ja noch niedriger. Fick dich, was soll... Ach, was weiß ich, warum das so niedrig ist. Also, hier bauen wir dann... Grundshaker-Hobbitze. Nein, hier brauchen... Nein, wir bauen hier nicht Abreisen. Wir bauen Abreisen, genau. Wer hat das nicht schon mal von uns gebaut, Abreisen? Nein, Moment. Ob ihr sollt das da bauen... Mache ich das diesmal ein bisschen anders? Diesmal bin ich schlauer, ja. Ich habe nämlich ein Genie. Ich habe ein Genie gefressen. Und noch einige andere Dinge. Echt widerliche Dinge, ja, genau. Dauert jetzt noch einen Moment. Ich spule schon mal vor. Um 3 Minuten. Also. Theoretische 3 Minuten. Lalala. So, noch eine. Ach, dann baue ich eben erst die Haubitze, wenn er dauernd umschaltet, ihr Deppen. Lalala, lalala. Wird wieder knapp mit Energie, ne? Jam, 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 jam. Egal. Sind die Einheiten noch da oben? Ja, sehr schön. So, wegfahren. Neu erbauen. Das wird eine echte Überraschung. Alles Gute kommt von oben. Okay, schlechte Wortwitze. Mal wieder. Ah, kommt. Strahlt, bringt schneller. Mit eurem Fernlichter. Pff. Wegen hier. Verstehe mal nicht, was das darstellen soll. Irgendein Licht. Ich meine, blauem Licht kann man ja wohl kaum Gebäude bauen, ne? Oder was weiß ich, und es sieht aus, als hätten sie drauf wegen Stutt oder Kohlen oder sowas gelagert. Sie fahren Kohlen durch die Gegend, yeah. Aha, das ist auch Energie, warum kann ich die nicht verbrennen?
Und meine Energie wird schon wieder knapp. Ja. Wie kann man mit Energie überhaupt Gebäude bauen? Ich meine, sind die aus Strom oder was? Kriegt man Stromschlag, wenn man da drin wohnt? Psst, ach verdammt, ey. Psst. Jeden Morgen weg mit dieses scheiß Geräusch, wenn mein Nachbar gegrillt wird in seinem Stromhaus. Ey, das ist doch nicht schön. Nee, also, das ist echt nicht sein. Mal schlechten Witze müssten auch nicht sein, ne? Will doch eh keiner hören. Herrlich. Ich habe auch so komische Kreuze auf der Map sitzen. Was ist denn das? Egal. Ich habe eine geniale Strategie und jeder, der halb so genial ist wie ich, hat es schon längst durchschaut. Ja, also niemand, weil ich bin sowieso der Größte. Ja, und jetzt habe ich keine Energie mehr. Geil. Aber ich brauche auch keine. Nein, ich brauche gar keine. Meine Einheiten baue ich jetzt mit Luft. Das ist viel energiesparender. Welch ein genialer Witz. Jetzt lege ich los, ey. Endlos langweilige Witze. Boah, 300. Ganz schön teuer das Zeug alles, fällt mir gerade mal so auf, ne? Ja, man hat's ja. Man hat's ja. So. Dann fahren wir da wieder weg. Speichern Mission 2. Schauen mal, wie spät es ist. Yam, yam, yam. Könnte man gleich noch ein bisschen weiter spielen. Mach mal den Wald. Wow. Wow. Ich wollte sagen, wow. Ah, das quält mir jetzt, oder? Warum kann ich die Landezone nicht verkaufen? Brauche ich eh nie wieder. Also nicht diese Landezone. Sieht aber schön aus, was ich da hingebaut habe. Doch, ja, muss ich sagen. Und warum kann ich die Gebäude... Die Gebäude, ja, das sind Gebäude. Waldhütten. Getarnt. Das sind getarnte Raketenabschuss-Silos. Ja. In Wirklichkeit sind es alles Feindeinrichtungen, die ich deswegen ganz dringend zerstören muss. Und zwar alle. Auch die, wo schon gar nicht mehr in meinem Einzugsbereich liegen, aber ich treffe sie nicht. Verdammt. Das hatte ich gehofft, ich könnte die auch noch kaputt schießen, dass ich weniger Platzprobleme bekomme. Naja, dann eben nicht. Mal schauen, wie viele den Baum treffen. Oh, ich hätte gedacht, die reißen die halbe Mauer mit rein. Habe ich mich wohl getäuscht. Machen wir noch einen Platz hier, so, da. Aufpassen. Schön. Könnte man fast eine Basis bauen, wenn ich eine Basis bauen könnte. Was ich aber nicht kann. Worauf warte ich jetzt noch, dass ich Energie kriege? Genau. Obwohl, das sollte reichen. Ich kann danach eh nicht mehr groß was mit anfangen. Von daher... Baut fertig das Zeug, komm. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion hau gut neu. Machen schönen Feuerball, muss man sagen. Konstruktion abgeschlossen. Baut mal fertig hier. Konstruktion abgeschlossen. Gut, dass erst die Mauern kaputt schießen. Konstruktion sonst hätte ich echte Probleme. Hauptwelt fertig. Abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh ja, sie schießen nach oben. Geil. Hauptwelt fertig mit dem Scheiß. Braucht das Zeug fertig. Ach, ihr Idioten. Na komm. Konstruktion abgeschlossen. Also. Konstruktion abgeschlossen. Geht doch. Videos werden wir uns jetzt nochmal anschauen. Feindliche Basis ausgelöscht. Ja, ja, kennen wir schon die Videos. Von Detonationen flüchten und so weiter und Atomraketen und oh, der böse Feind. Der böse Feind wird jetzt erstmal aus der Entfernung beschossen. Was? Achso. Haben schon mal gute Vorarbeit geleistet, möchte ich sagen. Hoffe ich. Möglicherweise. Eventuell. Vielleicht. Räume erst wegen Hindernisse aus dem Weg, wo die Einheiten nur wieder hängen bleiben. Kenne ich das schon.
herrlich. Vor allem, warum lässt es denn nicht direkt detonieren? Das ist doch totaler Schwachsinn. Warum stellt ihr da jetzt eine Zündung ein? Ich meine, kann er die nicht direkt detonieren lassen? Das wäre doch viel logisch. Und was zur Hölle schießt er jetzt schon da auf mich? Wo habe ich überhaupt zuletzt gespeichert? Keine Ahnung. Ich vergesse es sofort wieder. Liegt vielleicht daran, dass ich es gar nicht erst versuche mir zu merken. Oh Gott. Ich sehe die feindlichen Stellungen nicht mal. Damit ihr am Oh, die drehen gleich wieder um. Warum drehen die sofort wieder um? Oh, verkeilt euch halt nicht da drin. Was macht denn hier? Echt? Ich wüsste. Oh, ich verstehe nicht, was die da machen. Die drehen gleich wieder um. Ich gebe den Angriffsbefehl und die drehen wieder um. Warum? Na komm, mach die Dinger platt. Na also, geht doch. Also entweder ist das so lächerlich oder meine Artillerie hat verdammt gute Vorarbeit geleistet. Ach, jetzt fahrt er da oben rum. Na geil, jetzt macht er das. Ich glaube, meine Artillerie hat verdammt gute Vorarbeit geleistet. Doch, ja. Irgendwie bilde ich mir gerade ein, dass die Gegenwehr gering ist. Also gut, ich kann mich natürlich auch täuschen und gleich bricht nochmal richtig die Hölle los. Habe ich schon Einheit verloren? Ja, habe ich. Glaube ich. Oh, mach mal platt da. Nun mach schon platt. Oder ist die einfach nur auf Reparatur? Ich habe eine verloren. Also bauen wir eine neue. Bauen wir die da. Komm, passt schon. Oh Gott. Geil. Meine Allerie hantiert gleich voll auf. Was macht ihr da? Ihr keilt euch ja weg, ne? Ja, war ja klar. Warum ist mein Framerate auf einmal so niedrig? Ach. Fahrt halt wenigstens da weg, wenn ich euch den Befehl gebe. Nee. Das Artillerie doch auch was machen. Hat aber schon mal schön aufgeräumt, muss ich sagen, ne? Es hat sich richtig gelohnt, das Zeug zu bauen. Eine Einheit verloren. Sieht doch gut aus. So, ihr lasst euch da jetzt mal schön reparieren. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ihr gerade Lust habt, ne? Also, wir wollen da ja am nächsten überstürzen. Oh Gott. Na endlich kann der mal runterfahren. Oh Gott. Helft kalt sich immer noch da rein und ich fahre wieder auf. Fahr ich wieder auf, komm. Ha, das hat eh keinen Sinn. Boah, warum kann die Allerie nicht da. Die schießt da wegen vorbei, dann habe ich das Gefühl. Ach, die schießt da drauf. Achso, okay. Na dann. Da dreht er gleich wieder um. Warum? Warum dreht er gleich wieder um? Das gibt doch gar keinen Sinn. Warum seid ihr solche dummen Arschlöcher? Oh, fahr daher. Ich muss erst direkt vor den Feind parken auf einmal. Warum das? Warum? Das ist meine Artillerie. Ich denke mir schon, was schießt denn da jetzt schon so komisch auf mich? Oh Gott, ich muss da unten rumfahren? Oh, oh Gott, nein! Nein, ich muss durch diesen engen Gang fahren! Ach, sag mir bitte, ich kann auch oben rumfahren. Was zur Hölle? Ja, ich kann oben rumfahren. Na, ein Glück. War ja lachhaft. Oh, was steht denn da noch Schönes? Nix mehr. So, kann ich irgendwas Neues erforschen? Nein. So, Gruppe 3 fährt jetzt einmal darauf. Pff. Wenn man da vorher wegen ordentlich Allerie baut, dann ist das ja lächerlich. Aber total. Irgendjemand großartig beschädigt? Nein. Oh Gott, die werden sich dann gleich alle in meiner Basis quetschen, ne? Ah ja, wir haben noch Zeit, da fahren wir mal schnell mal runter, oder? Schauen wir noch mal, ob es da was gibt.